Na. Ja, dann. Na dann. Ha. War wirklich ein toller Tag. Es hat mir auch sehr gefallen. Das ist super. Was machst du heute noch? Ja, hoffen, dass Mathis irgendwann mal auftaucht. Wenn er auftaucht. Hast du eigentlich von Mathis die Nummer bestimmt, oder? Ja. Ha, kannst du mir die mal geben? Normalerweise frage ich ja nicht, aber. Kann ich dann geben. Das ist die 945 945. minus Ja. 4270. 4270. Perfekt. Ah, ja, mal gucken. Ah, der ist immer noch beschäftigt, bestimmt. Beide Autos. Ja. Nee, heute war er mit einem Fisten unterwegs, mit seinen einen. Deswegen, also, das sind deren Zimmer. Viel Abstand von halten, könnte sonst laut werden. Also 20 ist in der Zimmer. Ich meine 20 und 21 oder nur Okay. 20? Also 19 ist deins, 18 Genau. deins, dann ist Rainer. Ja, ich meine, Hubi wohnt auch hier, den habe ich jedenfalls gestern hier gesehen. Mosi, Ja, Ossi, ja. Lasse. Ach, der wohnt auch hier? Ich glaube, Lasse und Der hat Hegel sich doch wohnen ein auch hier. Haus gekauft, glaube ich. Oder wollte? Hatte. Ich glaube, die wollten ein Haus kaufen. Boah. Ich blick da nicht mehr durch. Ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall, der ja wollte halt nicht, dass ich in dem alten Hotel noch wohne. Ich weiß auch nicht. Vielleicht, weil Jay und seine, wie heißt sie, Thea da wohnen? Keine Ahnung. Okay. Ja. Ich parke jetzt nur schnell mein Auto ein, weil ich muss jetzt nur schnell für eine halbe Stunde weg. Ja, alles gut. Und dann, vielleicht sehen wir uns dann noch mal. Ja. Ja, spätestens, wenn Mathis doch zum Dienst kommt und ich ihn dann da eben mal kurz zur Rede stellen muss. Ich muss dringend mit ihm reden, das geht so nicht Ja. weiter. Alles gut. Dann bis später. Jo, bis später. bist du jetzt gerade die Treppe runtergefallen? Rebecca. Wann denn? Dann weiß ich es leider nicht mehr, warum und wieso. Okay, gut. Alles klar. Jo, passt. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du bist jetzt gerade nicht wirklich die Treppe runtergefallen, oder? Ah, ich habe meinen Meister in Tollpatschigkeit gefunden. Sehr gut. Dann sage ich mal bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss. Er ist wirklich die Treppe runtergefallen. Oh Junge, oh Junge, oh Junge, oh Junge. Nochmal gucken. Hier gab es ja irgendwie nicht direkt eine Bank, ne? Oh Junge. Er ist ja schon süß, ne? So, neue Nachricht. Mathis. Hi. Ich schreibe ihm einfach mal nicht, wer ich bin. Wir müssen, glaube ich, mal sprechen. Melde dich einfach, wenn du Zeit hast. Jo,
du Betty ernsthaft meinen. Was? Ein Freund? Also, er weiß ja, dass ich mit einem Freund unterwegs bin. Sehr kalt, aber war schön. Habe viel gesehen. Die Stadt ist halt immer noch neu für mich. Und deine? Also, das ist immer diese Sache im Deutschen, ne? Im Deutschen ist halt Freund und Freund ein Unterschied. Im Englischen ist es Friend und Boyfriend oder Girlfriend oder was auch immer. Im Deutschen gibt es das nicht. Aber ich habe ihn ja vorhin nur gefragt wegen dem Aquarium. Das war eigentlich so der Auftakt. Warum habt ihr eigentlich kein Aquarium im FD? Gabby ist halt ein Tierfreund. Ja, aber mein Freund, ein Freund, ein Freund, ein Freund von mir. Ja, aber ich habe... Ja, Gabby denkt nicht so weit. Gabby denkt nicht so weit. Das ist halt mein Freund. Genauso wie meine Freundin. Das ist so. Ist halt so. Ich habe keine Ahnung, ob man das so schreibt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ich aber mal machen kann, ist den Verbandskasten in das Auto tun. Wenn jetzt natürlich der Verbandskasten wieder da ist, ne? Ey, dann kriege ich zu viel. Mein Schnee ist schon wieder weg. Also es schneit, aber ich sehe keinen Schnee. Hami-Koffein. Stopp. Ja, alles gut. Ich habe doch gewartet. Ich bin nicht wieder rein. Direkt von einem zum nächsten. Ist doch gar nicht wahr. So eine ist Gabby nicht. Morgen erst. Das ist erst morgen. Ich wollte gerade sagen, warte einen Moment. Du wolltest aber direkt rein. Nein, nein, nein. So, genau, weil mein Popcorn ist nämlich weg, mein ich glaube, ich muss mal Kohle wegbringen. Nehme ich mal wieder mit. Den nehme ich mit. Ich habe eh viel zu viel in der Tasche. Ist das auch egal. 2, 3. Obwohl, die brauche ich nicht. Was da? Das ist, das ist die Hausarztpraxis. Ich glaube, ich bringe mal eben ein bisschen Geld weg. Und bitte nicht in Leas Auto fahren.
Nein, bitte nicht. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich bin nicht reingefahren. Nein, 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 nein. Ich fahre nicht in eure Autos. Ich habe ja gesehen, was da passiert, wenn man das tut. Mehrmals. Immer darauf bedacht, dass es anderen Menschen gut geht. Ah, das ist doch die alte Bar von Mosi und Hubi. Ja, vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Sieht mir so aus, als ob ich hier parken dürfte. Eigentlich geht's der guten Gabby gar nicht so schlecht. Das war so ein Tick von dem Trinkgeld und der Lohn von gestern. Bin ich auch nicht. Aber nicht pleite sein kommt von Geld behalten. Oder wie ging der Spruch? Gabby ist gar nicht so pleite. Sie tut immer nur so. Sie muss ja gucken, wo sie bleibt, ne? Wie gut, dass Lea das nicht weiß. Ja, weißt du, sie wird halt hier die ganze Zeit immer eingeladen. Sie musste vorhin für ihren Tee nichts bezahlen. Das Einzige, was sie aktuell wirklich bezahlen muss, ist das Hotel und Sprit. Da sie aber auch überall immer hinchauffiert wird, muss sie noch nicht mal Sprit bezahlen. Das ist halt echt praktisch. Ja. Aber mir hört ja auch keiner zu. Ich sag ja mal, ey, das ist nicht nötig. Nee, nimm. Okay. Weißt du? Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was bei Twitter war. Mir hört ja keiner zu. Das ist doch Gabbys Problem. Jetzt hört ihr keiner zu. Deswegen wäre jetzt meine Überlegung. Gabby macht jetzt auch mal was. Was ist das denn? Krankenhaus. Nee, da waren wir heute schon. Genau, Gabby wird immer nicht ernst genommen. Das ist richtig. Gabby ist der Inbegriff von Understatement. Außer von Henry. Ja, ja. Bei Hell weiß ich es halt noch nicht, wie das so aussieht. Hell wissen wir nur, er hat Angst vor Ratten. Und zudem ist er so furchtbar undeutlich. Halloumi Burger for the win. Bashur, Frage. Hast du die Senfsoße gemacht, die ich sonst immer gemacht habe? Also immer. Die zweimal? Ein von Chefkoch. Könnte es sogar sein. Aber Halloumi-Burger ist schon nice.
Halloumi-Burger ist halt schon echt nice. So, die Frage ist gerade, wie viele habe ich denn noch? Ich habe 4. Ja, und jetzt hat sie ja auch schon wieder 10 Sandwiches zugesteckt bekommen, ne? Ja. Du. Sollte nicht so rasen, ne? Sollte einfach nicht so rasen. Aber es finde ich jetzt auch süß, dass Henry auch einfach gesagt hat, oh, okay, dann ziehe ich halt um. Okay. Ist Henry jetzt auch in dem Hotel? Einfach so. Ja, ich glaube auch. Sie sind ja gute Freunde. Oh, die kriegen gerade eine Lieferung.